Yo, Digga, was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei mir, dem Creaks von Rico Gaming bei Ravenfield, der Beta 5. Und heute zocken wir die Undercover Challenge, ja, richtig nice. Und darin geht's darum, dass wir uns nur in den Reihen, also wir benutzen keine Waffen, weg damit, was wollen wir denn mit Waffen? Okay, wir nehmen hier noch die Wrench, einfach so, aus Prinzip. Und es geht darum, dass wir uns mit den Roten abgeben, ja. Wir sind nicht ein Team der Blauen, wir sind ein Team der Roten. Wir chillen jetzt mit den Leuten. Und wir müssen natürlich möglichst schnell von diesen Blauen wegkommen, weil die machen mir auch echt... Die machen mir Angst, ja. Die sind gefährlich. Oh mein Gott, ein Kampfhubschrauber. Ja, ich fühle mich dann auf jeden Fall sicherer und besser, wenn ich bei den Roten angelangt bin. Und da werde ich probieren, niemanden umzubringen und so lange zu überleben, wie es nur geht. Und ja, das ist es eigentlich. Und der Ingame-Sound ist ziemlich laut. Aber wenn ich den leiser stelle, dann wird es vielleicht für euch zu leise. Aber ein bisschen leiser muss ich den... Okay. So, Leute, dank meiner Dummheit sind wir jetzt am zweiten Versuch hier nochmal das Volumen ein bisschen runterzustellen. Und dieses Mal fahre ich mit dem Quad an die Front. Also nicht an die Front, sondern zu meinen Kumpels. Wow, und das Quad steuert sich echt nicht so nice, aber es ist okay. Es ist okay. So, wir probieren jetzt, wie gesagt, bei den Roten Zuflucht zu finden. Ich weiß nicht, ob das klappen wird, denn die KI ist ja nicht immer so intelligent, aber eigentlich soll es ja klappen. Wir probieren auf jeden Fall keinen einzigen Kampfkontakt zu haben. In der ganzen Folge, oh mein Gott. Und ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Oh, scheiße. Oh, die schießen schon auf mich. Wieso schießt ihr auf mich? Junge, ich mache euch doch gar nichts. Ich bin euer Kumpel. Okay. Ja, wenn du hier runterfällst, ist das okay, denn hier unten sind wir wenigstens sicher. Ich schwimme jetzt nach da drüben, ja. Oh, scheiße, Alter. Shit's about to go down, Junge. Eieieiei. Und hier an Land, komm. Komm schon. Du schaffst das, mein Freund. Wunderbar. Gut, hast du das gemacht. Könnte ich jetzt persönlich nicht besser. So, und jetzt beobachten wir die Leute hier. Oh mein Gott, der schießt ja auf mich. Wieso schießt er auf mich? Oh mein Gott, Junge. Was geht bei dir falsch? Ich hab dir gar nichts gemacht. Okay, 1-0 für die Special Agents der Roten. Oh mein Gott! Wie soll diese Challenge denn funktionieren, mein Freund? Wie hast du dir das vorgestellt? Vielleicht funktioniert das ja, hallo? Vielleicht funktioniert das ja relativ gut mit der alten KI, aber die neue ist einfach so aggressiv, Junge. Hat sie mir direkt einen mitgegeben. Komm schon, weg hier. Renn. Okay, renn. Ich will euch nichts antun. Ich bin euer Freund, Mama. Ich spring hier nur rum. Oh mein Gott. Ich bin wie ein wehrloses kleines Mädchen. Bitte macht mir nichts. Ist das die Definition von nix machen, hä? Ist das deine Definition von nix machen? Was ein ehrenloser Spastiker. Unglaublich, wirklich. Jetzt gucken wir mal. Wir gehen, glaube ich, mal hier rum. Ich glaube, hier drüben ist ein bisschen ruhiger noch. Die Atmosphäre ist noch ein bisschen entspannter. Ja, auch direkt weniger Kampf. Geräusche. Sehr entspannt hier drüben alles. Aber hier sind die Blauen. Die muss ich natürlich auch meiden, denn die wollen mir an den Kragen. Wie es aussieht, sehen die das aber anders. Aber, naja, ihr wisst, wie es läuft. Oh mein Gott, ein ganzes Heerlager an Blauen. Ich werde die ausschalten. Niemand ist hier. Okay, ich werde jetzt ausschalten. Bam, bam. Oh mein Gott. Okay, sie konnten entkommen, aber ich habe zwei erwischt. Eine gute Statistik. Keine Ahnung, wie man dem sagt. Wieder einmal mehr, wisst ihr, was ich meine? Ich kann mich einfach schlecht ausdrücken. Dann sage ich einfach immer, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, zu 80% wisst ihr dann auch wirklich, was ich meine. Ja. Und ich bin erst gerade aufgestanden, habe einen Kaffee gesippt. Also ich bin immer noch am Kaffee sippen. Aber das lässt uns jetzt hier mal... Das wird uns jetzt mal hier nicht beehren. Oh mein Gott! Alter, wie sie mich wieder betrogen haben, diese Lümmel. Unglaublich. Ich will hier nur friedlich rumrennen. Ich bin friedfertig, Mama. Da.
Ich repariere euren Panzer. Seid doch dankbar. Oh mein Gott, kann ich ins Schützen gehen? Jo, ich kann bei den Gegnern ins Geschütz. Fuck you, Junge, fuck you. Ich fick die Blauen. Ja, Mann. Ey, geh weg hier mit deiner Scheiße. Oh, ja, ich bin einer der Roten, Junge. Fick auf die Blauen. Fuck the Blues, Junge. Fuck the Blues. Alter, den habe ich gegeben. Keine Chance haben die Leute. Keine Chance. Und ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare unter dem Video. Der ist so dumm, der schießt auf seine Kumpels. Der ist dumm. So, ja, klar, ich habe das auch nicht gepeilt. Ich bin dumm. Oh. Nice, Alter. Wir halten hier die Stellung. Richtig souverän. Oh, man kann auch durch die Wand schießen. Das wusste ich gar nicht. Oh, nice, hat er den weggemacht, Junge. Oh. Zack, 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 zack. Nice. Alter, wie laut das ist. Aber richtig nah. Oh mein Gott, raus hier, raus hier. Oh mein fucking Gott. Ah, fuck you, fuck you. Bam, bam. Alter, ich gebe euch richtig, ihr habt keine Chance. Ich weiß gar nicht, wieso haben mich die Roten... Alter, wieso? Ich bin ein roter Söldner, genau. Das ist die Söldner-Challenge, Junge. Das ist die Söldner-Challenge. Und ich hack die Leute runter hier. Kein Problem. Rot muss gewinnen, Rot muss gewinnen. Okay, ich muss zweimal hitten, damit die tot sind. Aber ich werde jetzt Rot zum Sieg verhelfen. Es sieht zwar gerade schlecht aus... Aber das werden wir schaffen. Ja, wir schaffen das. Alter, renn nicht weg. Ich will dir nur den Rücken massieren. Zack. Zack. Okay, der ist schon angehittet gewesen scheinbar. Ey, nee, Rot nicht auf mich schießen. Rot nicht auf mich schießen. Oh mein Gott, Junge. Die wissen halt nicht, dass ich ihr Söldner bin, ne? Das wissen halt nur die obersten Truppenführer, dass ich hier undercover agiere. Nein, nicht auf mich schießen. Ich muss dich umbringen, wenn du auf mich... Ja, so viel dazu. Das hat ja super geklappt. Ne, ich gebe mich einfach als Zivilist aus. Und mach dabei ein bisschen blaue Leute fertig. Denn ich kriege echt einen nicen Paycheck, Junge. Also da kriege ich echt Geld. Und was ich noch mit euch ansprechen wollte, ist, wie lustig ich das finde. Oh mein Gott. Dass die einen YouTuber so sagen, so. Das ist kein Zuckerschlecken, unser Job. Aber eigentlich, wenn man das mal ehrlich nimmt, das ist eigentlich schon... Oh mein Gott. Meine Kumpels... Das ist eigentlich schon ein Zuckerschlecken, weil, wenn du es dir mal überlegst, du stehst am Morgen, also nicht mal am Morgen, du kannst locker um 1 Uhr aufstehen und dann fängst du an Videos zu produzieren und die Leute, die Let's Play machen, so wie ich, die müssen dann auch nicht viel schneiden. Das heißt, die haben dann so 20 Minuten Aufnahmezeit für 15 Minuten Video und dann, schneiden die das noch kurz, das können die aber sowieso ziemlich schnell, also das geht nicht länger als eine Viertelstunde oder vielleicht auch eine halbe Stunde, wenn sie ein bisschen mehr Aufwand betreiben und ja, dann stellen sie das Ganze online, was auch nicht lange geht. Thumbnails haben sie zum Teil Leute, die es machen, zum Teil haben die einfach schon Preset quasi, geht aber auch nicht lange, so eine scheiß Thumbnail zu machen und ich finde das einfach ziemlich lustig. Bam! Oh shit! Alter! Ist einfach bei mir reingesprungen, der Junge. Ja, auf jeden Fall, wenn man so 2-3 Videos am Tag machen muss. Du kannst mir nicht sagen, dass das harte Arbeit ist, weil richtig zu arbeiten ist 1000-mal anstrengender und 1000-mal zeitintensiver und... Also, ich weiß ja nicht. Naja. Ich meine, ich verstehe das ja bei so Daily Vloggern, dass die dann übelst viel machen müssen, aber das ist auch einfach ein normaler Job, so von der Zeitbeanspruchung her. Ist es auch nicht so, als wären das verdammte Workaholics, so wie die das immer darstellen. Außer halt, sie geben sich wirklich so extremst Mühe, aber das machen die meisten Großen ja gar nicht. Also wenn ich mir die Videos angucke von einem großen Let's Playern zum Beispiel, ich will jetzt gegen niemanden haten, ne? Aber ich gucke schon seit 2, 3, 4 Jahren Let's Play Noob. Dieser Need for Speed King, möchte gern King. Und ich mag den Typen eigentlich voll, aber dem seine Videos sind ja eigentlich auch vom Kommentierstil her und alles
Also keine Ahnung, die machen das halt übelst simpel. Ich glaube, da bin ich schon fast auf einem Level, wenn ich ehrlich bin. Dass ich halt, außer dass ich halt schlechtere Hardware habe und alles. Auch schlechtere Software. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, was die machen, ist nicht wirklich so extremst anspruchsvoll. Und die Leute feiern das trotzdem. Das finde ich halt eigentlich lustig, weil die das immer so darstellen, als wären die jetzt so übelst begabt. Aber das sind sie eigentlich nicht. Du bist halt nicht begabt, wenn du Erfolg hast auf YouTube, sondern du bist halt begabt, wenn du dein Ding übelst gut machst. Aber du kannst auch Erfolg haben, ohne dass du dein Ding so extrem gut machst. Also kommt mir zumindest so vor, und mittlerweile wird es wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Aber wenn du früh genug angefangen hast, dann ist das durchaus möglich, dass du ohne besonderes Talent viele Subscriber hast. Und zack, habe ich den gefickt, Junge. Ich bin Söldner für euch. Yo, Freunde, viel Spaß, viel Glück. Nicht auf mich schießen, oh mein Gott. Okay, die sehen das, glaube ich, anders. Aber das ist mir egal. Ich habe hier einen Marschbefehl von dem Oberleutnant Fridolin. Und der sagt, das ist okay so. Und jetzt fahre ich weg hier. Ich will hier wegfahren, aber es hat nicht geklappt. Das Boot hat sich festgefahren. Was ich eigentlich nicht so tolerieren kann, ja. Und so wie es aussieht, sind... Alter, kannst du bitte mal aufstehen? Scheißteil, ohne Witz. Und ich weiß nicht, wieso ich gerade so Frame-Drop habe. Normalerweise habe ich ja ziemlich nice Frames, Junge. Oh shit, ich muss in den Panzer. Zack, Junge. Sorry, aber die muss ich wegmachen, denn sonst machen die mich weg. Also glaube ich zumindest, muss nicht sein. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Suche. Yo, Kamerade. Du kannst einsteigen, wenn du magst. Steig doch ein, Junge. Dann halt nicht. Oh, Scheiße. Der hat irgendwie... Ah, was ist mit den Controls los? Oh mein Gott, Alter. Alter, oh mein Gott. Okay, ich fahr weg. Ich fahr weg. Oh, fuck, Alter. Was geht jetzt plötzlich? Ich bin richtig confused. Ich nehme mal noch den Heli, ja. Weil einmal müssen wir ja Heli fliegen in der Folge. Sonst ist es ja nicht witzig. Also ich finde es halt, ich feiere das halt übelst, Heli fliegen. Oh shit, Alter. Habe ich ihn gegeben. Wow. Alter, okay. Ich bombardiere jetzt einfach so aus Prinzip, weil ich es kann, Junge. Es hat nichts mehr mit der Challenge zu tun irgendwie gerade. Aber es macht Spaß und Laune. Oh mein Gott. Und ich bin immer noch ziemlich schlecht im Helifliegen. Also ich krieg's zwar hin, aber ich bin jetzt auch nicht so eine Gottheit. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, das hat auch niemand erwartet bei mir. Yes. Oh, Scheiße. Ja. Das hat ja wunderbar geklappt. So, ja, na, ich wollte einfach so ein kleines Statement machen mal dazu. Das hat mich halt schon länger interessiert, das Thema. Ist bei mir auch schon lange aktuell, das Thema Let's Play. Habe ich den geboxt, Junge. Und den erwische ich auch noch. Sorry, aber die muss ich halt umbringen, weil die halt so... Oh, Scheiße. Nein, Mama, ich hab's nicht geschafft. Ist aber okay. Ist aber okay. Also eigentlich mache ich hier einfach nur Scheiße, ja. So, das als Challenge zu deklarieren, ist fast schon ein bisschen frech. Aber es ist okay. Also, mich stört's nicht. Oh, euch vielleicht schon, aber... Das interessiert mich nicht, Junge. Ihr seid mir scheißegal. Nee, Spaß. Oh, seid ihr natürlich nicht. Aber... kann natürlich auch nicht immer alles so durchziehen, wie ich das genau gerade geplant habe. Vor allen Dingen bei dieser Challenge war es halt irgendwie ein bisschen unmöglich, das jetzt wirklich seriös anzugehen. Müsst ihr verstehen, ja. Und sonst könnt ihr das gerne mal selber probieren, manchmal mit den Roten zu chillen, ohne einen Kill zu machen und ohne getötet zu werden. War früher vielleicht möglich mit der schlechten KI. Heute ist das leider ein bisschen problematisch und ich würde mich echt freuen. Würden wir 20 Likes knacken, das haben wir jetzt schon ein paar Mal auf die Reihe gekriegt. Und dann würde ich sagen, haut da rein, liebe Freunde, dann haut da rein.